Wie kann ich den anderen noch mit ins Boot holen? Auf dem Dachboden sitzen die Jugendlichen im Kreis. Bei den Diskussionen helfen die Dolmetscher. In der Freizeit geht es auch ohne sie, sagt Ramon Poganiac aus Müncheberg. Da die polnischen Mitschüler ja so gesehen auch Deutschunterricht haben, können sie sich auch mit uns verständigen und zur Not kann man ja immer noch den Dolmetscher holen und wir verständigen uns eigentlich auch mit Händen und Füßen so gesehen. Auf Clipboards schreiben sie, was ihnen fehlt in ihrer Region, erzählt Jola Karol aus Küstrin. Also wir haben uns schon kennengelernt und ich denke, wir haben uns schon ganz gut kennengelernt und jetzt sind wir gerade dabei, in das Projekt einzusteigen und es gibt wirklich ganz heftige Diskussionen, was in der Grenzregion gut ist und was nicht so gut ist. Vor allem Treffpunkte für die Jugendlichen fehlen, fast Jola zusammen. Vor allem so Orte für die Jugendlichen, dass wir kaum solche haben, wo die Jugend sich treffen kann, wo sie sich erholen kann vom Alltag und so ein bisschen auch Spaß haben kann. Das gibt es hier wirklich wenig. Beim Essen bleiben die Polen und die Deutschen noch unter sich. Jola hofft, dass sich das schnell ändert. Das ist so, dass wir so in Klicken sind und wir sind nicht in einer Gruppe alle zusammen, aber die sind schon gemischt und wir versuchen uns so gut wie möglich zu integrieren und was zusammen zu machen. Bis zum nächsten Montag wollen die Jugendlichen Projekte entwickeln wie Musikfeste und Jugendtreffen, sagt der Leiter der Begegnungsstätte Darius Müller. Wir wissen auch von empirischen Untersuchungen und Analysen, dass diese weichen Standortfaktoren genauso wichtig sind wie die wirtschaftlichen. Also wenn hier was los ist, wenn ein bisschen was passiert, zivilgesellschaftliches Engagement, dann bleiben die Leute auch in der Region. Damit wollen wir das auch erreichen. Also wir wollen diese Gegend attraktiver machen. In 6 Monaten will man sich wieder treffen. Dann, um zu überprüfen, was umgesetzt werden konnte.